Bayern ist einfach traumhaft. Ich bin hier aufgewachsen, meine Kinder wachsen hier auf. Wenn ich woanders bin, versuche ich immer den Leuten mein Bild von Bayern zu vermitteln. Also zu zeigen, was für ein cooles Land Bayern ist. Ich bin in Italien geboren, meine Frau in Sri Lanka, unsere Töchter hier. Ich würde sagen, wir sind eine typisch bayerische Familie. Und jetzt ist er hier, der Spitzenkandidat der FDP in Bayern, Martin Hang. Herzlich willkommen. Hi, servus. Wie hat sich das angefühlt, aus den Resten von Christian Lindners Wahlkampfkampagne hier noch einen eigenen Spot zusammenzudengeln? Mein Spot ist farbig, der von Christian Lindner war schwarz-weiß. Der von Ihnen davor war auch in schwarz. Ich hatte davor auch einen Schwarz-Weiß-Spot, ja. Also wir haben uns natürlich ein bisschen die Bildsprache und die schnellen Schnitte und so von Lindner genommen. Aber das Ding hat ein Freund von mir gemacht, der Student ist aus Regensburg, der kein Profi ist, aber viel Spaß daran hat, sowas zu machen. Und der hat mir da im Wahlkampf ein bisschen geholfen. Lassen Sie uns schauen auf einen Programmpunkt, der bei Ihnen ganz zentral im Mittelpunkt steht, nämlich die Digitalisierung. Das nächste Google kommt aus Bayern, sagen Sie. Jeder, der sich ein bisschen mit Google auskennt, weiß, nee, das nächste Google kommt eben nicht aus Bayern. Das nächste Google kommt wahrscheinlich auch aus dem Silicon Valley. Was wollen Sie uns damit eigentlich sagen? Es ist eine politische Absichtserklärung. So wie im Grundgesetz ja auch steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, obwohl wir alle wissen, natürlich ist sie antastbar, das ist ja das Problem, ist es eine Absichtserklärung, dass wir sagen, es sollte aus Bayern kommen. Wir wollen, dass das nächste große Ding mal aus Bayern kommt. Wir wollen Bayern so innovativ machen, dass wir eben nicht nur die Automobilindustrie haben, die toll ist, aber die halt aus dem letzten Jahrtausend ist, sondern dass wir da wirklich vorankommen. Einer der Wege, wie Sie es machen wollen, ist, und das skizzieren Sie in dem Wahlprogramm recht klar, ist, dass Sie Sonderwirtschaftszonen schaffen wollen. Das kennt man aus Shenzhen in China zum Beispiel. Ja, sind wir denn in China oder wie soll das funktionieren? Wir kennen das auch aus Frankreich. Es gibt da bei Nizza genauso eine Zone. Also es hat nichts damit zu tun, auf welchem Erdteil das ist. Aber dass man Zonen schafft, wo man sagt, da sind besonders günstige Rahmenbedingungen für die IT-Wirtschaft, für innovative Unternehmen, damit auch so ein bisschen diese Zentrierung auf München aufbricht, die in Bayern ja da ist. Dass man sagt, das ist eben nicht alles in München, sondern da ist auch irgendwo in der Oberpfalz oder in Unterfranken oder sonst wo mal so ein Digital Valley, so eine digitale Freiheitszone. Hört sich auch alles total cool an, Digital Valley hier und da. Aber es heißt natürlich auch, und es funktioniert im Ausland gut, weil Deregulierung dort stattfindet. Mhm. Das heißt eben nicht nur, dass es einfacher ist, eine Firma zu starten, sondern auch Menschen zu anderen Bedingungen beschäftigt werden können. Wollen Sie das auch? Ja, wir wollen davon Experimentierklauseln, die es gibt, Gebrauch machen, dass man zum Beispiel bei der Arbeitsstättenverordnung da ein bisschen flexibler ist. Also wir haben häufig das Problem, ich besuche viele Startups und die sagen mir, wenn bei uns das Gewerbeamt vorbeischaut, können wir den Laden schließen. Ja, aber dann müssen die doch vielleicht einfach die Bedingungen ein bisschen verbessern. Bin ich dabei, müssen wir. Aber da voranzugehen in solchen Zonen, um auch zu zeigen, dass es funktioniert, das fände ich gut, dass wir sagen, da sind die Bedingungen besonders flexibel und da weichen wir auch mal ein bisschen ab von den strengen Gesetzen, die wir sonst so haben, die ja nicht immer ganz praxistauglich sind. Wie wollen Sie ausschließen, dass so eine Konzerne wie Amazon mit diesen großen Logistikcentern, wo man jetzt mühsam reingeht und Tarifverträge einzieht und Mindestlohn überhaupt durchsetzt, wie wollen Sie durchsetzen, dass das nicht genau dazu führt, dass die Großen noch mehr von diesen Billigarbeitsverhältnissen schaffen? Der Mindestlohn, den wollen wir ja da sowieso nicht rausnehmen. Also der Mindestlohn betrifft die Unternehmen, um die es uns hier geht, sowieso nicht. Können wir kurz festhalten, Martin Hagen spricht sich latent für den Mindestlohn aus. Der Mindestlohn ist überhaupt keine schlimme Sache. In Bayern verdient sowieso niemand unter Mindestlohn. Sie haben gerade eben die Nähe zu Frankreich schon angesprochen. Die sieht man übrigens auch visuell. Ich habe sie hier mal neben den Macron gepackt. Der will alle... Fehlt, ne? Ja, stimmt. Sie lockerer als Macron. Unglaublich. Ich bin so ein lockerer Typ. Herr Macron, mit dem Sie zusammen auch übrigens in der Europawahl arbeiten wollen, mit seiner Bewegung, der will allerdings eine Digitalsteuer einführen. Wie passt das zur FDP? Ja, also ich finde, man darf ja über alles nachdenken und dass wir nicht in jedem Punkt der Meinung von Macron sind, ist ja klar. Deswegen, er ist auch Hommage-Mitglied und wir sind die FDP und wir haben uns noch nie über ein gemeinsames Wahlprogramm unterhalten. Aber ich finde grundsätzlich die Ansätze von Macron sehr richtig. Also, dass er das klare Bekenntnis hat zu Europa, dass er auch das klare Bekenntnis hat zu einem offenen Welthandel. Ob wir jetzt die Digitalsteuer brauchen, ob die richtig ist oder nicht, ganz ehrlich, da müssen wir uns zusammenfinden. Das werden wir aber auch nicht bei... Da überreden Sie den Macron noch mit offener, ohne Krawatte. Was mich auch interessiert hat, ist, kennen Sie Leute eigentlich schon vom Wahlkampf? Werden Sie angesprochen? Kennen Sie, also ob Leute mich kennen? Von den Plakaten. Hin und wieder. Aber nicht so, dass ich mich nicht mehr durch die Straße bewege. Wir haben den Versuch gewagt und haben Ihr Plakat von dem FDP-Hintergrund getrennt. Man sieht, Sie sind noch ein bisschen gelb hinterm Ohr. Das müssen Sie meinen Photoshop-Fähigkeiten nachsehen. Dann sind wir auf die Straße gegangen und haben gefragt, wer ist dieser Mann? Ja. Ich kenne diesen Mann nicht, nein. Also vielleicht arbeitet er in der Automobilindustrie oder so. Habe ich noch nie gesehen, den Mann. Noch nie. Er ist Fußballer. Hey, Fußballer, cool. Also, aus Ihnen kann noch was werden. Sie sehen offenbar so sportlich aus, ja.
Wenn Sie es so lesen wollen, ist das eine sehr positive Lesart. Ich möchte mit Ihnen noch auf ein weiteres Problem schauen, das den Wahlkampf in Bayern ganz stark prägt. Dieses Schild hier habe ich genau hinter mir auf der Toilette im Restaurant gesehen. Liebe Gäste, einer unserer Mitarbeiter ist auf der Suche nach einer Einzimmerwohnung in der Stadt Rosenheim. Wohnungsnot ist ein tierisches Problem in Bayern. Sie sagen, die Mietpreisbremse, die funktioniert nicht. Was wollen Sie stattdessen machen? Markt, Markt, Markt und noch mehr Markt? Mehr bauen, mehr bauen, mehr bauen. Also die Preise zum Beispiel hier in Rosenheim sind explodiert in den letzten Jahren. Die Immobilienpreise haben sich hier verdoppelt in den letzten 5 Jahren. Und das Problem ist, dass unsere Städte wachsen, unsere Region auch wächst, aber dass unser Angebot an Wohnraum nicht mitwächst. Weil wir zu hohe Auflagen haben, weil zu wenig Baugebiete ausgewiesen werden, weil wir auch zu wenig in die Höhe bauen, weil wir es auch Familien schwer machen, sich ein Eigenheim zu bauen durch die Grunderwerbsteuer. Und da wollen wir ran, damit mehr gebaut wird, damit Wohnen bezahlbar bleibt. Weil das ist tatsächlich, glaube ich, die soziale Frage unserer Zeit. Ich habe dazu eine Talkshow gesehen, die kannst du durchaus mit Frank Blassberg aufnehmen. Ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz, was Sie da gesagt haben. Und überhaupt, das ist ein planwirtschaftliches Instrument. Das funktioniert nicht. Die Mieten steigen deswegen, weil das Angebot nicht Schritt hält mit der Nachfrage in München. Der Markt soll es also regeln, sagen Sie. Und nein, der Markt ist schuld, dass die Preise steigen. Ja, aber der Markt soll es am Ende auch regeln. Es soll mehr gebaut werden, dadurch soll die Nachfrage befriedigt werden. Anders funktioniert es nicht. Aber wenn der Markt das alles so richtig schön geil easy in den Griff kriegt, warum hat er es bisher nicht geschafft? Nee, der Punkt ist doch, dass nicht genug gebaut wird. Deswegen sage ich ja, wir müssen es erleichtern, dass gebaut wird. Aber wenn das Angebot an Wohnraum nicht da ist, wenn es zu wenig Wohnungen gibt, dann bringt es ja nichts, wenn ich sage, dann mache ich jetzt eine Mietpreisbremse. Wenn 150.000 Leute auf 100.000 Wohnungen kommen, geht das irgendwie nicht auf. Mehr bauen, mehr bauen, mehr bauen. Wie wär's denn mit ein bisschen von beiden? Mietpreisbremse, die funktioniert auf der einen Seite, gleichzeitig mehr bauen. Ist für mich jetzt kein Ausschluss. Die Mietpreisbremse funktioniert ja nicht, das ist ja das Problem. Und die Mietpreisbremse verhindert sogar, dass gebaut wird, weil es das Bauen nicht mehr so attraktiv macht. Wo ich dabei bin, ist, wenn ich sage, wir brauchen natürlich auch sozialen Wohnungsbau. Also klar brauchen wir auch die Möglichkeit, dass der Staat selber Wohnungen baut für seine Bediensteten, für die Mitarbeiter des Staates, aber auch für Sozialbedürftige. Da haben wir aber immer das Problem der Fehlbelegungsquote. 50% der Sozialwohnungen sind von Leuten bewohnt, die eigentlich gar nicht berechtigt wären, da zu wohnen, weil sie mittlerweile viel mehr verdienen, als sie damals verdient haben. Ja, wenn wir das in den Griff kriegen, ich bin nicht grundsätzlich gegen sozialen Wohnungsbau. Wir brauchen beides. Wir wollten wissen, wie hat das im Wahlkampf, was in Berlin passiert ist, damals zu den Jamaika-Verhandlungen, wie hat das den Wahlkampf und die Wahrnehmung der FDP hier im Bayerischen Landtagswahlkampf geprägt und sind dazu in Deggendorf mal auf die Straße gegangen? Also ich finde, die FDP ist ein bisschen untergegangen, seitdem sie gesagt haben, besser gar nicht regieren als schlecht regieren. Aber nichtsdestotrotz fühle ich mich nicht ganz repräsentiert von der FDP. Also auf dem Papier hört sich das immer gut an, aber in der Realität, finde ich, wird es da nicht so wirklich umgesetzt. Macht Ihnen das heute noch Probleme, wenn Sie Wahlkampf machen hier? Ja, der Spruch war nicht gut. Also wie das kommunikativ gehandhabt wurde, war, glaube ich, für uns nicht gut. Grundsätzlich zu sagen, wenn man nach 40 Tagen und 40 Nächten merkt, Mensch, das führt irgendwie nirgendwo hin, dann lassen wir das bleiben, ist okay. Aber so wie es rüberkam, hat es uns schon ein bisschen geschadet. Wobei man sagen muss, wenn wir jetzt in der Regierung wären, die richtig beschissen läuft, und das tut sie ja aktuell, und wäre ja auch nicht besser, wenn statt der SPD die Grünen und wir da setzen, dann würden die Leute auch sagen, Mensch, wir haben euch gewählt, damit ihr was Tolles macht, und jetzt sitzt da in diesem Chaoshaufen. Also es ist auch nicht immer ganz einfach. Dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie bei Netzrauschen waren, denn besser nur ein bisschen überziehen, als gar nicht überziehen. Und ich klappe den Rechner zu. Danke. Tschüss.